Seid gegrüßt, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Ja, ich habe im Übrigen herausgefunden, dass wenn man im Hauptmenü ist, dass man eine beliebige Episode laden kann und dann sieht man auch, ich kann euch das ja mal ganz kurz zeigen, dann sieht man im Übrigen auch, welche Amnesis man quasi vergessen hat. Zum Beispiel in Episode 1 haben wir eine Amnesis-Erinnerung vergessen. Sagt uns jetzt nicht wo, aber wir wissen, dass in Episode 1 auf jeden Fall eine fehlt. In Episode 2 sind wir ja noch nicht durch, also von daher, ne, können wir das zum Ende des Projektes auf jeden Fall nachholen und dann schneide ich euch hier und da mal rein und zeige euch, wo die Erinnerung versteckt gewesen ist. So, bevor wir es tun, schauen wir uns natürlich hier noch gründlich um. Ja, wir haben immer noch die Aufgabe, zu Kaori Sheridan zu gehen, die Architektin, die ja, geholfen hat. Es gibt keinen Ausweg. Bin ich hier richtig? Aber nun hast du es mit Kid Christmas zu tun, Schatzi. Volle Kanne. Ja, die Neo Paris aufgebaut hat, beziehungsweise ja, neu aufgebaut hat. Okay, von da sind wir also gekommen. Dann, ja. Wie schaut es energietechnisch aus? Voll. Wunderbar. Gut. Dann gehen wir weiter. Oh, das ist sie. Ist sie das? Ja. Wo war ich gleich? Der Damm? Nein, nicht der Damm. Ach. Komisch. Wirklich komisch. Hast du die Sicherheitscodes? Übertrag sie mir. Edge, deine Bitrate stürzt ab. Man versucht, unseren Funk zu kapern. Du musst irgendwo höher rauf. Schnell, ich muss einen sicheren Kanal finden. Okay, damit haben wir die Erinnerung bekommen von Kaori Sheridan, aber wir können sie noch nicht Edge rüber senden. Wir müssen auf jeden Fall noch höher. Na geil. Oh, nicht schon wieder sowas hier. Okay, dann müssen wir jetzt wieder warten. Scheiße. Ja, ich erinnere mich. Okay, warten wir jetzt noch einmal ab. Ach, scheiße, Mann. Jetzt aber hier kommen. Hä? Kann ich jetzt hier rüber? Das ist ja doofi. Ich möchte da rüber. Sag mal. Warum macht die das nicht? Was ist los mit der? Warum macht die das nicht? Ah, jetzt. Das S gedrückt halten, okay. Okay, schauen wir uns das mal an. Vielleicht war ich einfach zu voreilig. Okay. Ah, ich glaube, ich muss einmal in der Mitte stehen bleiben. Und zwar hier. Und jetzt kann ich rüber, genau, alles klar. Prinzip verstanden. Boah, es sieht doch richtig geil aus, ne? Also so kann die Zukunft gerne aussehen von Städten. Überhaupt nichts dagegen, schön mit dem Eiffelturm. Das sieht schon richtig cool aus. Also haben sich echt was Gutes ausgedacht. Da einmal hoch bitte. Halt! Zurück, Mädel! Ich will noch schauen, ob da was irgendwas ist. Na siehste. Memorize und der Sensen. Okay, schauen wir mal.
Tja. Ah, okay. 2059 experimentierte Charles Cutchewells bei Memrise mit dem Prototyp einer direkten neuronalen Schnittstelle der nächsten Generation mit dem Sensation Engine oder Sensen. Im Frühling 2059 führte das Forschungsteam um Charles Cutchewells, keine Ahnung wie ausgesprochen wird, Sohn des Memrise-Gründers, erfolgreich ein Experiment mit einem Prototyp zur Gedankenteilung durch, der drei entscheidende technologische Upgrades beinhaltete. Verbindung durch ein Implantat, kein Computer. Ein Netzwerk von 20 direkt miteinander verbundenen Personen, die ihre Sinneseindrücke direkt übermitteln, empfangen und teilen können. Die Möglichkeit, empfangene mentale Wahrnehmung zu personalisieren. Dieses experimentelle Gerät wurde von seinen Schöpfern Sensation Engine oder Sensen genannt. Obwohl er sich noch im Versuchsstadium befand, bot der Sensen erhebliche Vorteile. Das Implantat gewährte dem Benutzer vollständige Autonomie, er konnte mobil und permanent verkabelt sein. Der Chip beinhaltete Algorithmen, die die Übertragung im Netzwerkmodus ohne Latenz oder Signalverlust erlaubten. Durch das Einbetten des Chips direkt in das Nervengewebe wurden die Geschwindigkeit, Qualität und Leistung der neuronalen Schnittstelle verstärkt. Die Menschen konnten so durch den Sensen ihre Wahrnehmung individualisieren und ihre eigenen Einstellungen anpassen. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt kaum davon was verstanden. Ich müsste es einfach nur durchlesen, um es zu verstehen. Ich habe es ehrlich gesagt kaum, also gut wie gar nicht verstanden. Ne? Aber es klingt logisch. Ja, es klingt logisch. Ich glaube, das ist, ja, haben sie ganz gut erklärt. Ne? Das klingt logisch, ja. Die Menschen konnten so durch den Sensen ihre Wahrnehmung individualisieren und ihre eigenen Einstellungen anpassen, die vom Gehirn empfangenen Sinneseindrücke und Informationen in Echtzeit umformen. Also ich muss auch zugestehen, dass ich seit 4 Uhr wach bin. Wir haben es jetzt 18 Uhr. Ja. Und ich habe fast den ganzen Tag gearbeitet. Also Entschuldigung, ja. Also. Später würden ausgereiftere Versionen des Sensens diese Personalisierungsfunktion auf Grundlage des Verhaltens des Benutzers entwickeln und so die Eigenschaften des Sensens und die Möglichkeit, die Persönlichkeit des Trägers harmonisch miteinander verschmelzen lassen, selbst wenn der Träger nicht aktiv der Personalisierungsfunktion eingesetzt hat. Aha. Bei seiner Markteinführung im Jahre 2060 wurde der Sensen von den Stammkunden, ich habe fast Sturmtruppen gesagt, ne? Von den Stammkunden von Memrise begeistert aufgenommen, aber es würden noch ein paar Jahre vergehen, bis die Digitalisierung menschlicher Erinnerung ein echtes soziales Phänomen werden würde. Okay, das habe ich wiederum verstanden. Ja, ein Phänomen für sich. Ja, ich habe alles verstanden. Interessant. So, weiter geht's. Geh einfach mal runter, ja? Runter, Baby. Danke. Tat das weh? Ich will doch wohl meinen. Oh, da gibt's wieder was zu merken. Ja, das kriege ich doch wohl gebacken. Gelangen Sie aufs Dach. Ah ja, siehste. Nilin, hörst du mich? Nilin, hörst du mich? Ich höre dich. Ich habe Kids Malware umgangen. Schick mir die Codes, schnell. Okay, ich lade jetzt hoch. Perfekt. Jetzt müssen wir uns nur noch in den Hauptrechner des Saint-Michel-Damms hacken und... Auf frischer Tat ertappt. Schamlose Errohresten. Nilin, nach all dieser Zeit noch immer auf der Verliererseite. Können wir uns? Du warst eine der besten Gedächtnisjägerinnen. Ganz klar. Vielleicht die beste. Aber so eigensinnig. Und was kam dabei raus? Eine Verbrecherin. Gejagt, den Kopf voller Löcher. Politische Ideale? Wie schrecklich altmodisch. Spuckst du immer so rum? Oder nur, wenn du auf Sendung bist? Du warst ja schon immer ein großspuriges Großmaul. Wird das schön. Zeit für die Christmas Show! Ach du Scheiße, unser erster Boss, ja? Bei dem ist anscheinend immer Weihnachten. Sehr schön. Dann sehen jetzt alle mal zu, wie ich dem Typ den Arsch aufreiße.
Okay, Baby. Keine Regeln, keine Faust. Erstmal schauen, was er so drauf hat. Oh, Gangster, Gangster. Okay, anstürmen. Habe ich mir schon fast gedacht irgendwie bei dem. Okay, dann ist aber eine Weile irgendwie gestunt, sag ich mal. Setzt sich immer noch so ein bisschen in Pose. So, und dann schauen wir mal. Heilige Scheiße. Alter! Okay. Alter, okay. Muss ich mir was überlegen. Ach, Scheiße. Okay, 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 okay. Ich erkenne die Problematik. Ich weiß, haben mich überhaupt mal Schaden gemacht? Ja, komm, ist gut, Junge. Ja, ist gut. Los geht's. Probieren wir es nochmal. Na los! Ah, siehst du? Geht doch. Okay. Boah, alter Vater, ey. Ja, irgendwie. Okay, also frontal ist eine scheiß Idee. Okay. Auch hier irgendwie so eine kleine Cruise Missile. Er ändert sich noch im Lauf seine Richtung. Also er stürmt nicht pur geradeaus. Also frontal ist eine schlechte Idee, von der Flanke. Okay, das war ganz cool. Boah, alter Vater! Mann! Ja, ich... Ah, Scheiße! Irgendwie, Ich glaube, ich muss wahrscheinlich irgendwie, wenn er so anstürmt, vielleicht über den rüber jumpen. Einfach über seine Schulter. Ich probiere das mal. Das tut gut. Geht aber nicht. Na komm schon. Okay, ich glaube, ich muss das. Okay, noch einmal. Und dann kann ich auch hier mein Dings, meine S-Impression einsetzen. Ich glaube zumindest, dass das. Boah, scheiße, jetzt bin ich einfach. Jetzt könnte ich es machen. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wie das ging. Ach Mann. X, C, V. Und wieder. Okay. Schöne Scheiße. Fernkampfangriffe auch noch. Habe ich da Bock drauf. Okay, er macht aber auch trotzdem noch...
Oh, das war cool, das war cool. Okay, jetzt warte ich nochmal. Okay, jetzt vielleicht. Und nochmal drauf. Mann, ey. Nicht einfach. Wirklich nicht einfach. Gut gemacht, Mädchen. Du bist nun im letzten Teil der Show. Sei still und kämpfe. Ausgezeichneter Vorschlag. Es ist Zeit für Tod im Nu! Los! Komm schon! Hab dir nicht mehr Angst! Ich bin Kid Christmas! Okay, keine Ahnung. Sind das Minen? Das sind Bomben! Sie will eine Show haben! Das sind scheiß Bomben, Mann! Scheiße. Oh, muss ich den komplett von vorne machen? Oh, komm, sag mir bitte, dass das gespeichert ist. Okay, danke. Okay, das ist schon ein harter Brocken, aber... Ja, ich weiß. Will er nicht nochmal ansturmen oder so? Ist kein Bock. Ach du Scheiße. Stimmt er jetzt nicht mehr an? Hallo? Machst du dein Weihnachtsgeschenk? Nee. Es tut extrem weh. Ja. Alter, ey. Oh, und die letzte Energieleiste ist noch wesentlich größer als die beiden, ne? Keine Regeln, keine Faust. Oh, Mann. Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Tut weh. Ich komm da nicht durch. Der stirbt auch nicht mal an, ne? So, jetzt aber hier, komm. Ein Geschenk von mir. Na? Weihnachten das ganze Jahr hin. Nicht für mich! Oh Gott. Nope. Oh, Alter, der ist echt übel. Oh, Mann. Also in der letzten Phase zeigt er kommende Schwachstelle. Ich weiß nicht so richtig, wie ich da... Oh Gott. Okay. Das tat scheiß weh. Aber damit kann ich trotzdem... Ah, Mann! Weihnachten das ganze Jahr!
Ey, ich komm an den Typ nicht ran. Oh, scheiße, ey. Hä? Oh nein, jetzt habe ich nicht ausgewählt. Ja, er stürmt halt nicht mehr an und da weiß ich, kann ich schlecht einschätzen, wann, wann ist der beste Zeitpunkt, ist irgendwie. Nee. Keine Regeln, keine Faust. Boah, ist das nervig. Ist das nervig. Oh Mann, ey. Bitte sehr. Ah ja, okay. Ein Geschenk von mir. Da bloß nicht aufhören mit Ausweichen. Oh Mann, ey. Gott, ey. Nein. Nicht mal ansatzweise. Ein Geschenk von dir. Oh, ey. Ist das ein zäher Brocken? Der ist so hartnäckig, das glaubt ihr gar nicht. Ey. Okay, das war ganz cool. Ich warte jetzt nochmal die 5 Sekunden ab. Und dann hauen wir nochmal rein. Ach da, terminieren. Bitte. Scheiße, jetzt hätte ich ausweichen müssen. Ausweichen müssen, verdammt. Scheiße. Oh, ich hätte ihn fast. Ich hätte nur ausweichen müssen. Ich kotz. Oh, ich kotz. Ist der eklig. Okay, ich muss ihn aber nicht. Ich muss nicht ganz von vorne anfangen. Mann, 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 ey. Das tut gut. Ein Geschenk von dir. Danke, kein Interesse. Oh, Mann. Der Typ ist, geht mir so auf die Eier. Also der ist ja nicht, der ist nicht mehr feierlich. Alter. Der ist so stressig. Ah, komm schon, jetzt... Triff doch mal, Needle, ey. Ey, wann ist denn der beste Zeitpunkt, um anzugreifen? Ich check es nicht. Ey, ich check es nicht. Der schlägt um sich wie ein Berserker. Ich weiß es nicht. Wann soll ich denn da... Ah, ist der... Oh, der geht mir auf die Eier. Also, der geht mir richtig auf die Eier. Okay, das war ganz in Ordnung. Schon wieder, ey. Keine Regeln, keine Faust. Also bis zum bitteren Ende, wie? Ein Geschenk.
Schränk vor sich. Danke, kein Interesse. Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Schon wieder, ey. Jetzt komm aber. So, und jetzt Schnauze voll. Nein! Oh, leck mich! Da hätte ich treten müssen. Oh, scheiße, das ist... Oh, jetzt muss ich mir das auch noch merken. Komm, das schaffst du. Oh, oh, der macht mich fertig, ey. Oh. Schlagen, ausweichen, treten. Also ich finde die Speicherpunkte zum Glück fair gesetzt. Mann, Alter, ey. Das tut gut. Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Nein, immer noch nicht. Oh, Alter, ey. Ich kann einfach schlecht bei dem Typen abschätzen in der dritten Phase, wann ich am besten angreifen soll. Ein Geschenk von mir. Okay, das war in Ordnung. Aber ey, ich drück doch wie ein Berserker ausweichen. Weihnachten das ganze Jahr. Komm aus dem Knick. Ja. Machst du nicht lang. Das hast du gespürt. Okay, das war in Ordnung. Oh, ich muss einfach nur scheiß schnell sein. Okay. Geil. Dank der Codes, die du mir geschickt hast, beginnt der terroristische Gegenangriff in wenigen Minuten. Nutz die Verwirrung, um hinaus und zum Slum 404 zu gelangen. Der von Kid Christmas erfundene Spammer verschießt Datenimpulse, der Feinde betäubt und ihre Sensen beschädigt. Feuer frei. Achten Sie doch auf die Überhitzungsanzeige. Verwenden Sie den Spammer, um durch erweiterte Realität gesteuerte Geräte zu sperren. Drücken Sie Shift links zum Anvisieren, linken Monster zum Feuern. Okay. Alles klar. Coole Sache. Also mit dem Boss haben wir nun... Was? Ah. Ah, okay. Da
Danke. Okay. Okay. Öffnen. Ah, das ist ja geil gemacht. Okay, aber ich weiß, dass hier noch irgendwo ein Amnesist war. Irgendwo hier muss das sein. Ey, ich weiß, dass es hier war. Also, aber wieso kann ich denn... Da ist es doch. Focus Boost. Was ist denn das? Ich hab schon wieder vergessen. Ach so, das war ja... okay, damit ich mein Dings an... nutzen kann. Hier mein... Na, ihr wisst schon. Ich bin Lynn. Dieses Mal erinnerst du dich an mich. Heute Morgen um 10.47 Uhr heulten in der ganzen Stadt die Sirenen, als der Saint-Michel-Damm plötzlich brach und sich mehrere Milliarden Liter Wasser aus dem Saint-Louis-Stausee in den stillen Bezirk Saint-Michel ergossen. Wie diese Sensen-Bilder zeigen, verschlang die gigantische Welle alles auf ihrem Weg. Das Ausmaß der Katastrophe ist derzeit noch nicht bekannt. Doch die Neopariser Behörden sprechen bereits von Dutzenden Toten und mehreren hundert Vermissten. Auf der anderen Seite des Damms blieb das plötzliche Sinken des Wasserspiegels nicht ohne Folgen für die Bewohner von Slum 404, ein Viertel, das für häufige soziale Unruhen bekannt ist. Dieselbe Einheit wurde sofort in das Gebiet entsandt, um mögliche Unruhen im Keim zu ersticken. Tatsächlich wurde durch den nun leeren Saint-Louis-See die Isolierung der Bastille-Festung aufgehoben, wo die gefährlichsten Kriminellen von Neo-Paris einsitzen. Bleiben Sie dran, wir bringen mehr. Mit den Architektencodes, die ich gestohlen hatte, sabotierte Edge den Saint-Michel-Damm und überschwemmte die Komfortburg. Er meinte, jenen, die nur an ihre eigene Bequemlichkeit dachten, sei es recht geschehen. Warum habe ich getan, was er wollte? Ich hätte die Stadt verlassen können und mir woanders ein neues Leben erfunden. Aber ich wollte wieder Staatsfeind Nummer 1 werden. War es Teil dessen, was ich bin? Haben wir den Ausgestoßenen vom Slum 404 Gerechtigkeit gebracht? Oder hat mein Handeln zusätzliches Leid verursacht? Nur Militante glauben, der Zweck heilige immer die Mittel. Edge sagte mir, mein Gedächtnis würde seit meiner Verurteilung in der Festung Bastille verwahrt. Ich muss dorthin und mein wahres Ich finden. Der einzige Weg in die Bastille führt durch das Gedächtnis von Johnny Greenteeth. Ein schräger Vogel aus Slum 404. Einziges Problem, keiner weiß, wer er ist und wo er sich versteckt. Ja, wir sind wieder zurück in Slum 404. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich diesen... Okay, Nellen. Moment. Tommy hilft dir, in die Bastille zu kommen. Geh wieder zu seiner Bar. Hätte er das nicht heute Morgen tun können, als ich dort war? Nein, wir mussten erst die unteren Ebenen von Slum 404 trockenlegen. Du hast alles geplant, wie? Ah, okay. Ach so, deswegen hat er den Damm gebrochen, damit... wir letztendlich in dem ausgetrockneten Gebiet zur Bastille können. Ne? Muss anscheinend irgendwie was im Flussbett gewesen sein, irgendwie ein Durchgang, was aber wo kein Durchgang war, weil da noch Wasser war. Nun nicht mehr. War. Was ich jetzt weniger cool fand von Edge war, wieder ein war,
dass er den Damm gebrochen hat und dementsprechend einige hundert, möglicherweise Dutzende oder hunderte Bürger ja ersoffen sind. Ich meine, das macht letztendlich die Terroristen nicht besser, ne? Zum Teil nicht besser, als die Nicht-Terroristen. Ich weiß nicht, wie die Memorize-Mitglieder beispielsweise oder Mitarbeiter oder ihr wisst schon. Die Gegenseite von den Terroristen, sagen wir das mal so, ja. Also dazu gehören natürlich auch die Reichen, die Wohlhabenden, ne, recht viel Arroganz und Gier zugesprochen wird und etc. etc. Aber wie viel Schuld die nun wirklich haben und ob es sind letztendlich nicht die Drahtzieher. Vielleicht können diese Bürger ja auch wiederum manipuliert sein. Ne? Denen kann auch irgendwie was Falsches eingepflanzt worden sein, so dass sie denken, das mit Slum 404 war so und so, obwohl es gar nicht so ist. Ne? Und es ist so und so, obwohl es gar nicht so ist. Ne? Da war gerade so der Punkt, wo ich gedacht habe, das fand ich jetzt gar nicht so cool, ne? Dass so viele Bürger da jetzt in diesen, auch wenn sie möglicherweise arrogant sind und auch wenn sie wohlhabend sind, dass sie dennoch dafür sterben mussten, ne? Damit wir letztendlich den Weg frei bekommen, um unser Ich wiederzufinden. Ne? Weil das macht, meiner Meinung nach die Terroristen sich so sicher, aber man weiß auch nicht, wie viel jetzt von dem stimmt, was in den Nachrichten gebracht wurde. Ich meine, ist ja auch heutzutage nicht anders, dass viel rumgelabert wird und ja, teilweise nicht mal die Hälfte stimmt oder gar nichts. Ich werde an der Stelle jetzt einen Cut machen. Wow, what the fuck, was ist das denn? Der Kampf gegen Kid Xmas, Xmas ist auch nicht schlecht. Kid Xmas war jetzt doch ziemlich zermürbt. Der hat mich doch ordentlich Nerven gekostet. Und werde mich dementsprechend erstmal wieder beruhigen müssen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Remember Me. Haut rein, bis dann und ciao. Och Gott, ich muss jetzt echt schlafen gehen. Ciao.